Europa heute heißt, sich Rechts- und Linksextremen, die Europa in Frage stellen, zu widersetzen. Europa ist weit davon entfernt, fertig zu sein oder schon richtig gut zu sein. Sich einer wahnsinnig gewordenen Globalisierung des Finanzkapitalismus zu widersetzen. Trotzdem ist es schon jetzt das Größte, was auf diesem Kontinent jemals gebracht wurde. Weder die Marktradikalen noch die Rechtsradikalen haben was zu bieten für die Zukunft dieses Kontinentes. Deshalb baue ich darauf, dass die Kräfte des Sozialen und der Solidarität am Ende gestärkt werden. Europa ist für uns Mehrsprachigkeit, Diversität, Vielfalt, all das, was wir jetzt hier jeden Tag in Berlin und in Europa erleben. Ich glaube, dass die Politik von der letzten 10 Jahre, die ja durchaus von Pro-Europäern gemacht worden ist, mit dazu beigetragen hat, dass Europa so unbeliebt geworden ist. Ich hoffe, dass viele Menschen wählen gehen. Historisch haben populistische Parlamente selten viel für das Klima tun können. Das heißt, wir brauchen ein Parlament, wo viele Menschen vertreten sind, die ehrlich Klimaschutz vorantreiben wollen. Man sieht ja gegenwärtig am Brexit, welches Chaos es bedeutet, wenn man sich vom europäischen Projekt verabschiedet. That you're discussing Europe this extensively, I really think that's very good, because we need a debate around Europe. We should talk more about it, which direction you want to go, and that's what you're doing here. So great, thanks a lot.